knapp 20 nach 6. Das Haus wird jetzt verlassen. Endlich am Bahnhof. Es ist immer arschkalt. Wenn da 100 Meter lange Züge durchfahren, kommt am Ende noch so eine hässliche Wiese, die richtig alles derb zusammenzieht. So, ab nach Hause. Heute war ein bisschen anstrengender Tag, aber das kriege ich noch irgendwie hin, heute den Vlog zu schneiden. Und es schneit endlich, auch hier im Unterland. Ja. So, da ich relativ alleine noch zu Hause bin bis 8 Uhr, muss ich mal gucken, was es denn heute so zum Essen gibt. Denn wenn wir mal so gucken, was es da noch im Kühlschrank hat, gibt es eigentlich noch genügend. Aber ich bin immer zu faul zum Kochen, deswegen muss ich gucken, was ich jetzt hinkriege. So, ich habe mal hier ein paar Teigwaren, eine Bratwurst und ein paar Karotten gemacht. Ich werde jetzt mal brav essen, dann sehen wir uns später. So, zu jedem Kochen gehört natürlich auch der ganze Abwasch. Und der steht mir jetzt zuvor. So, die Kamera da, meine schöne Kompaktkamera, begleitet mich jetzt schon 2 Tage. Und ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen noch im Ausprobieren. Ihr merkt es bestimmt selbst, ich habe jetzt heute noch 3 verschiedene Movie-Modes ausprobiert. Und ja, ihr könnt wahrscheinlich an der Qualität, warte mal, an der Qualität, wenn ich das Mikro nicht zuhalte, seht ihr diese Qualität. Oder ihr seht diese Qualität, was dann euch lieber ist. Aber für unterwegs ist die Kamera echt praktischer als die Kamera, weil die relativ sehr groß ist, aber egal. Praktisch an der ist, wenn man eine zweite SD-Karte hat, was ich in der Zwischenzeit auch tue, dann ist sie echt praktisch auch zum Mitnehmen. Und bei mir gibt es noch ein kleines Update, das ich mir gesagt habe, ich werde jetzt Ich werde mir jetzt einfach eine 2x128 GB holen. Einmal für die, einmal für die. Weil Ende des Tages kriege ich 32 GB fix voll. Andererseits habe ich ja mal gesagt, ich will ein bisschen mein Studio hier umbauen. Heißt, hier kommt etwas dazu. Das wird folgen. Ich werde das schon früher machen, dass ich hier dieses Tablar mache, aber der Rest kommt erst später mit dem. Ich will dann auch hier unter dem Tisch eine Platte reinballern, dass ich da zwischendrin die ganzen Kabel, die da unten jetzt liegen, versorgen kann. Und ja, ich das mache, kein Plan. Wir haben 7:45. Ich bin schon am Vlog schneiden, denn ich weiß nicht, wie lange ich heute noch durchhalte. Jedenfalls, wie ihr seht, sieht das bei mir im Moment noch so aus. Wir haben noch keine Titel, noch keine Musik, nichts drin. Es ist nun mal der Schnitt. Das gibt noch eine Arbeit.